Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, dann wollen wir mal. Ich sehe gerade, da leuchtet was rot. Wir haben gar keine Heilpflanzen mehr. Schauen wir mal, ob wir den Bestand wieder auffüllen können. Ansonsten, ach, lasst mal schauen, vielleicht wohin wir schnell reisen können. Da wird es bestimmt auch Blumen geben. Ja, der Außenposten war ziemlich schwierig. Der ist auf Stufe 40. Das würde ich vielleicht jetzt noch nicht machen. Hier, Samen der Vergangenheit. Das ist direkt Demeter. Demeter, Demeter, Demeter. Das ist doch Haupt, oder? Samen der Vergangenheit, Stufe 24. Wir haben Stufe 27. Das passt doch. Dann würde ich sagen, deaktivieren wir die Quest und nehmen einfach die andere an. So, dann ab geht's. Da geht's lang. Sehr schön. Auf dem Weg suchen wir jetzt uns noch schöne Health-Items. Sonst gehen wir ja sofort drauf. Habe ich da ein Vieh durchgesehen? Kann natürlich auch nur eine Täuschung gewesen sein. Ein Vorratslager durchstöbern wir mal. Scheint zumindest kein Viehzeug hier Ich zu muss sein. ihren Anführer loswerden. Vielleicht Ja, sind sie ja. erst dann zurück. Spitzenversänger auf 48. Leck mich am Arsch. Das habe ich noch nicht. So, ganz viele Health-Items und ja. Frostmunition könnte hier helfen. Ja, da sind halt die Rebellen. Vielleicht machen wir den Außenposten doch platt. Die haben zwar dieses eine starke Vieh, wir haben keine Health-Items. Das ist eher der Hinderungsgrund. So. Na komm, wieso wachsen denn hier so wenig Bieren? Jetzt bin ich eh schon vorbeigelaufen. So. Da sind noch Krokodons, Krokodile. Da ist eine Heilpflanze. So, wie gefährlich seid ihr denn? Das geht. Das ist sympathisch. Level 20. Damit können wir arbeiten. Gegen was seid ihr allergisch? Feuer und Blitz. Blitz, Blitz, Blitz. Irgendwer reitet da oder ist das das Schaf? Ich glaube, das war das Schaf. So, dann einmal. Stiller Schlag! Vielleicht hätte ich Ich davor die setze Falle nach. setzen sollen. Ja, wir setzen nach. Jo, einmal reinlaufen, bitte. Reinlaufen. Lauf doch rein. Nicht in mich. Ich hab doch nur eine Heilpflanze. Okay, danke für nix. So. Ja, nieder mit den Krokodilen. Nicht mit mir. Ich bin doch gar kein Krokodil. Boah, das hat er gut weggesteckt. Ich hab sie gefunden. Oh. Nicht modernisieren. Nicht mobilisieren. Muss hier kurz. Ja, ich aber nicht. Wieso sind da Rebellen? Habt ihnen doch gar nichts getan. Also den speziellen jetzt nicht. Au, au, au. Nimm den Trank. Gut, dass ich das Dankeschön. hatte. Ja, wunderbar, dass wir das hatten. Joa, deswegen sollte man mehr Kräuter mitnehmen. Ich hab's gewusst. Eloy, nicht stehen bleiben. Jo, Heilpflanzen. Her mit den Heilpflanzen. Da ist eine. Ja, du Schnappmaul. Eloy, nein. Komm schon, kann doch nicht so anfangen, dass wir draufgehen. Ich weich aus. Ich weich doch aus. Keine Munition mehr. Auf die Schwänze. Immer auf die Schwänze gehen. Sehr empfindlich, der Schwanz. Und jetzt wird es auch noch ganz dunkel. Naja. Scannen wir mal in der Hoffnung, dass wir auch Heilpflanzen. Da ist eine. Da ist hier direkt eine. Her damit. Und da hinten, nee, das ist Bohnengestrüpp. Ah. Leider nein, leider gar nicht. Dann sammeln wir halt das hier noch auf und holen uns noch das zweite Krokodil. Vor allem, das war ja relativ angedetscht schon. Also das zweite. Müssen wir mal schauen, wo sich das hin verkrochen hat. Und Heilpflanze. Willkommen Und in gleich meinem nochmal. Rucksack.
Ja, die steckt mal alle rein bei uns. Hey, das ist einfach so gestorben jetzt. Ich dachte, ich kann euch noch ausschalten. Na gut, da beschwere ich mich jetzt erstmal. Nicht, dass mir das abgenommen wurde. So, in die Fräse. Vielleicht ist in dem Schaf auch noch was Wertvolles drin. Das weiß man nie so genau. Ja! Ich muss den Anführer finden und erledigen. Ja, wollen wir das wirklich machen? Ich glaube ja. Ich speichere davor, aber einfach nur so. Es kann sein, dass wir jetzt draufgehen. So gut bin ich im Kämpfen nicht. Feuerklauen terrorisieren wohl auch den verbotenen Westen. Ja, anscheinend. Weiß nichts über Feuerklauen. Frost und Löschwasser. Löschwasser, Löschwasser. Gleich hier, Löschwasser. Nein, vielleicht noch ein bisschen näher. Ich glaube, ich bin am Boden festgefroren. Ja, das ist nicht gut. Ja, wir helfen dir. Und dir ist geholfen. Na komm. Schönes Tier. Schönes Tier. Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Er hat dir nicht gefallen, Kollege. Vielleicht kriegt man es down, aber wie gesagt, das hat Stufe 42. Nichts leichter als das, oder? Ganz schön mobil bist du. Du sollst doch über meine Fallen gehen. Na gut, dann probieren wir es selber mal mit Frost. Der Schmerz lässt nach. Das ist doch schön. Schmerz lässt nach. Da müssen wir uns gar nicht beschweren. Nein! Auf gut Glück treffen wir bestimmt was. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. Ich sehe nichts. Keine Ahnung, wo ich bin. So, jetzt sollten die Pfeile aber einiges bringen. Na, also. Guck mal, der hat schon ein Achtel Leben weniger. Wenn das nichts ist. So. Ziemlich aggressiv, das Teil. Ziemlich aggressiv. Kein Fan. So, was haben wir hier? Nochmal mehr Frost, mehr Frost, mehr Frost. Ja, ausgewichen. Krieg ich auch ab und zu hin. Boah, ist das ein Kampf schon wieder. Nein! Nein! Ich hab Nein gesagt. Ja, ja. Frost. Frost ist gut. Wieso brenne ich denn? Und wer bist du? Hör mal auf zu brennen, Aloy. Aufhören. Oh. Mist. Lauf, lauf, lauf. Helf, helf. Na also. So. Kümmer dich nicht zu Verbündeten mitschleppen. Ich brauche einen besseren Bogen. Ich brauche mehr Fertigkeiten. Wie viel Leben hat das Teil noch? So viel. Gleich so viel. Ich hab gewusst, wir sind dafür nicht gerüstet genug. Schon. Aha. Brenne. Nicht abhauen. So. In den Baumstamm. Scheiße. Komm schon. Mit Mut in den dicken Bauch. Nein. Komm schon. Bauchi. Wieso habe ich jetzt... Natürlich steckt man das ein. So, das nehmen wir wieder, um den ein bisschen anzufrösteln. Ja, das magst du gar nicht, was? Dass du Steine wirfst und Feuer, das mag ich nicht. So, nimm das. Ah, scheiße. Hat er nicht alles genommen. Das braucht viel Ausdauer. Säure macht ihm ja eigentlich nicht so viel. Was soll's? Mach mal ihn noch sauer.
hat vielleicht auch einen schönen Statuseffekt. Komm schon. Ich glaube, ich müsste mehr Teile abschießen, aber ich sehe die kaum. Weg hier! Bleib doch nicht da hinten, Aloy. So, irgendwo Heilpflanzen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schade. So, ich hab wieder Ausdauer. Und in den Bauch. Und in den Bauch. Und vielleicht oben mal drauf. Komm schon, Aloy, triff! Ja! Ich hab was getroffen. Zu wenig Ausdauer. Das ist aber schade. Den hätte ich vielleicht treffen sollen. Komm schon. Wir kriegen ihn. Und wenn das noch eine Stunde dauert. Nee, ich hoffe, das dauert nicht so lang. Wir müssen echt aufpassen. Komm schon. Verwandel dich. Na gut. Jetzt mal mit neuem Elan an die Sache rangehen. Na, funktioniert doch. Bäuchlings ausschalten. Und... ja, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Nicht in die Enge treiben. Ja. Wir haben es geschafft. Oh, das war schwierig. Hauptsächlich, weil ich scheiße bin und nicht genügend Hilfe-Items habe. Aber jetzt können wir den Rebellenposten ausheben. Was war das? Dann los. Ah, ihr seid doch feindlich. Was, du lebst noch? Interessante Schädeldecke. So, die sehe ich mir später genauer an. Oh, schöne Flänzis, schöne Flänzis. Euch habe ich doch nur gesucht. Das fühlt sich gut an. Ich bin wieder gerüstet. Schauen wir mal, ob wir den Anführer hier ausschalten können. Der wird ja auch ein bisschen heftiger sein wahrscheinlich. Eventuell, eventuell nicht. Wer weiß es schon so genau, da ist er auf jeden Fall schon. So, und... wozu die Augen offen halten? Der Soldat mit der schweren Rüstung ist der Boss dieser Truppe. Keine Bewegung, Fremde. Daneben geschossen. Okay, das geht eigentlich. Glaubt, der ist unzufrieden mit seiner aktuellen Situation. Boah, du lebst ja noch... sehen, ob ich hier auch Marken finde. Ja, bestimmt. Mensch, der hat aber gut ausgeteilt. So. Ja, hier mit den Doc-Tags. Was? Nochmal eine alte Skulptur. Aber wieso hebe ich so viele alte Skulpturen gerade auf? Bin ich hier fertig. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich bin noch da. Jungs, Mädels, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wer braucht Hilfe? Hier lang. Endlich eine Herausforderung! Wo seid ihr denn? Macht euch doch nicht so rar. Ich treffe sie nicht. Ich sehe euch halt nicht mal. So, da ist einer, da ist einer. Hui. Wie gefällt dir das? Nicht so gut. Hilf! Ah, scheiße. Mit Pfeil und Bogen geht's leichter. Kann man da noch irgendwie hoch? Ja. Die will uns nicht entwischen. Die will euch gar nicht entwischen, die will euch töten. Die waren nicht vorsichtig. Warum? Bin doch so lieb. Bleib endlich stehen. Ich bleib stehen. Ja, das gleiche gilt für dich. Wieso habe ich wieder Pfeile gewechselt? Wollte ich doch gar nicht. Gibt's da eine schnelle Taste für? Und da läuft ja das Säure-Symbol. Komm, 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 komm. Ah, da war ja nichts zu sehen. Da war was zu sehen. Ich habe nur nicht getroffen. Mist. Nein, sie ist nicht weg. Warum sollte ich weg sein? Ich bin hier. Von hier aus kann man auf alle schießen, die den Berg herunterkommen. Ja. Wäre schön, hättest du getroffen. So. Das Gebiet sollte sicher sein. Natürlich ist es sicher.
Schaut mal, wie gut wir das aufgeräumt haben. Hat nur ein paar bisschen viele Pfeile gebraucht, aber wir haben es geschafft. In einer Viertelstunde so ungefähr. Das ist gar nicht so schlecht für meine Verhältnisse. So, Wachturm bei den kalten Kauken, ach, wenn es auf dem Weg liegt, warum nicht? Andersrum. Erstmal die kalten Kauken. Kauken? Weg damit. Hallo? Will er nicht. Na gut, will er nicht, kann man nichts machen. Da ist der Wachturm bei den kalten Kauken. Schau, wie da so viele Blümleins verballert. Was ist da unten für ein Viech? Der sieht wieder so groß aus. Einmal nur ein bisschen scannen. Was bist denn du? Bist du ein Freund oder ein Feind? Ach, das war ein Schnappmaul. Dann wahrscheinlich so mittelfeindlich. Heilpflanzen, Heilpflanzen, Heilpflanzen. Wieder ganz wichtig. Unbekanntes Gräberareal. Ja, die haben mir gerade noch gefehlt. In meiner Sammlung der Kreaturen, die ich gerade nicht unbedingt sehen möchte. Komm schon. Wenigstens mal ein Lagerplatz oder Unterschlupf, wo wir auf unsere Kiste zugreifen. Da haben wir genügend Pflanzen dabei. Überlegen, was als nächstes kommt. Ich hätte gesagt, helf Pflanzen sammeln, aber wir sind schon am Zielort. Da ist ein Tiege. Wo ist sie denn hin? Irgendwo im Fels? Na gut. Soll sie halt. Dann schau mal, was wir hier an Unheil anrichten können. Ach, das war nur ein Tunnel. Dachte, das geht auch irgendwie ja, weiter in den Untergrund. Sei bei den Wasserfällen. Ja. Zeit, die Soldaten nach Hause zu schicken. Ja. Wo ist denn der Wachturm? Doch, da ist es schon. Schön geleiten. Ja, ja. Extra viel Gleitgel aufgetragen, damit wir das heute weit machen können. Hui. Immer noch eine coole Mechanik. Hui. So. Nur nicht übermütig werden. Ja, ich weiß, deswegen bin ich hier. Anführerin sprechen. Für die muss ich bestimmt wieder andere Dinge erledigen. Die will was von mir, glaube ich. Dran mit der Bergspitze. Dankeschön. Bist du Kiva? Bin ich. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Schuldig. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Der hat keine Wahl. Nicht nach unserer Insubordination. Nein. Bollwerk. Wieso insubordiniert ihr wieder? Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Ja. Also gut. Ist jetzt ein Kopf kürzer. Das letzte Mitglied des Sturm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Oh je, da gibt's bestimmt keine Antwort. Merkwürdig. Itzeko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ja, ich werde das muss ich machen. Ich guck nach ihm. Ja, das ja. Weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Ja, ich habe einen Questmarker. Ja? Warum damit jetzt anfangen? Na gut. Was ist hier los? Bewegen und warm halten. Wir ziehen los. Zurück ja, zum ja. Was du nicht bewegen sagst. Und warm halten. Die Fremde wird nach ihm sehen. Ich kümmere mich um den Burschen. Da komme ich aber nicht rüber. Muss ich da rüber? Ich glaube, ich muss da rüber. Vielleicht ein bisschen weiter hinten. Da ist eine Brücke. Warum denn nicht? Wenn schon jemand eine Brücke extra hingestellt hat, dann nutze ich die auch gleich mal. Wäre ja albern, da in die Schlucht zu fallen und dann nicht mehr hochzukommen. So. Da. Na, wollen mich die Schafe hier erschrecken? Ich glaube ja. So, unbekanntes Krallenschreiter-Areal. Ich glaube, die braucht man auch für ein Waffen-Upgrade. Also zumindest bestimmte Bauteile davon.
Lasst uns mal kurz runterschauen. Da gibt's doch wieder einiges zu sehen. Das gibt eine gute Farbe. Was ist da los? Sonnenflügel. Was können Sonnenflügel schwach gegen Löschwasser? Boah, hab ich nicht. Hoffentlich sind die schwach gegen Schaden jeglicher Art. Ich muss nur treffen. Aber zu meiner Verteidigung, er hat sich bewegt. Jetzt hat er sich weniger... Was denn los mit mir? Ist doch gar nicht so schwer. Komm schon, auf die Rübe. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Alle Munition daneben geschossen. Ich bin von mir selber enttäuscht. So. Komm schon. Fall einfach zu Boden. Na also. Noch ist er aber nicht tot. Dafür sorgt man jetzt. Und... Aha. Nicht bewegen. Ich treffe doch nicht, wenn du dich bewegst. Anscheinend doch. Anscheinend nicht. Jetzt gehen wir doch runter. Den will ich nämlich looten. Und da kommen wir ja eh wieder hoch. Hui. Ich weiß, ich werde wieder so leicht abgelenkt. Wo ist denn... Wo kommst du denn her? Schöner Trick. Schöner Kampfmove, den du da drauf hast. Bringt dir nur nichts, weil ich dich töten werde. Aha. Zu wenig Ausdauer ist nicht gut. So. So, aber deinen Freund will ich mal anfassen. Und ein Kristallgeflecht war drin. Ich glaube, das ist das, was die da auf dem Schädel haben. Was haben wir dir denn angetan? Was ist das für ein Statuseffekt? Keine Ahnung. Benebelt. Schön unten bleiben. Unten. Oh, geh doch nicht so weit weg. Treffe ich den überhaupt? Ja, jetzt ist er da gestorben. So, was haben wir hier? Wieder diese Reishörner. Ja. Fiese Kreaturen seid ihr. So. Schön eure Hörner abschießen. Die sind sehr wertvoll. Nehme ich doch gerne mit. Und auch eure Löschwasserkanister oder was das ist. Hab dich. Ja. Nein, keine Munition. Mensch, verballer ich wieder viel. Komm hoch. Wir müssen den Loot auf jeden Fall einsammeln. Da lag noch was Episches. Da bist du. Nicht weglaufen. Ach, das haben wir gut gemacht. Das lief besser als der Kampf am Anfang. War aber auch ein bisschen leichtere Gegner. Gibt's da hinter dem Wasserfall was? Ich hätte eine legendäre Truhe versteckt. Zumindest eine Truhe mit legendärem Inhalt. Schau mal gleich mal nach. So, das nehmen wir mit. Mehr Geweih ist besser als weniger Geweih. So, auch die Bäumchen, da haben wir echt viel Pfeile heute verbraucht. Nicht zu Unrecht. So. Wenn wir noch hier hinter hinschauen, das sieht aber nicht gut aus. Nee. Leider nein, leider gar nicht. So, das dürfte der... Nee, das ist ein Gräber. Das hier ist irgendwo ein Krallenschreiter. Ich sehe keinen. Gleich ist er jetzt gerade hinter mir. Ganz sicher noch. Nein. Nein, da war keiner. So, das nehmen wir mit und dann ab zur Nebenquest und dann machen wir auf jeden Fall direkt die Hauptquest weiter. Können ja nicht hier mit den ganzen Nebenaufträgen. Der Wachturm sollte ganz oben sein. Hier muss ich immer klettern. Wir können ja uns nicht hier die ganze Zeit nur mit Nebenaufträgen vertreiben. Wir müssen auch mal hier ein bisschen die Welt retten. Gaia wird, glaubst du, langsam ein bisschen ungeduldig bei dem Scheiß, den ich hier mache. Aber ein relativ cooles Spiel. Und du kommst hier nicht hoch. Na gut. Das ist meine Ansage. Hui.
Au. Da komme ich hoch. Ja, sag doch was. Kreisen um den Wachturm. Ja. Das würde ich auch behaupten. Muss ich die nämlich wieder abballern. Und ich hab's nicht so mit Vögeln. Ich bin nicht gut zu Vögeln, beziehungsweise die sind nicht gut zu mir. Hui. Aber gerade so. So, da schimmert was blau, das nehme ich direkt mit. Ohne über loszugehen. Komm. Her damit. Und dann bin ich wieder ratlos. Ne, da geht's weiter. Denke ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, jetzt hängt die Pflanze noch da. So viel umfärben werden wir wahrscheinlich eh nicht. Ich komme dem Wachturm näher. Ja, das sehe ich auch. Ich habe Glotzbäbel. Ja, ich weiß. Wir haben doch Augen. So. Irgendwie bekomme ich gerade starke Skyrim-Vibes. Wahrscheinlich, weil ich auf einem hohen, verschneiten Berg bin. Ach, die gute alte Zeit. So. Dann lasst mal eure Federn sehen. Nehmen wir mal Feuer. Ich glaube, Feuer ist generell oder oftmals gut gegen Vögel. Brutstätten, was? Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Ja, ich weiß. Deswegen sind wir hier, Aloy. Oh, das Feuerding macht echt keinen Schaden. Nehmen wir mal den Bolzen. Vielleicht auch nicht. Nachladen. Entschuldigung, Jungs. Und nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Muss euch ausschalten. Jetzt bleibt doch mal hier. Komm schon. Komm schon. Deswegen bin ich nicht gut gegen alle Sachen, die fliegen. Meine Orientierung. Jetzt bleibt halt mal stehen. Auf einen muss ich mal schießen. Dankeschön. Ja! Geile Waffe. Das hat Spaß gemacht. Wir haben nur ein bisschen gebraucht, um an unser Ziel zu kommen. So, da brauchen wir elementar Pfeilchen. Nicht Teilchen, sondern Pfeilchen. Getroffen. Dass ich mal was treffe. So, geh hoch. Komm nicht zu mir mit deinem Giftarsch. So. Jetzt aber. Und nochmal in die Rübe. In die Rübe. Sag ich doch. Hui. Okay. Wo ist der Soldat, der für den Wachturm eingeteilt ist? Hey, soll ich das wissen? Vielleicht im Bauch dieser Maschinen. So. Holz, Holz, Holz. Holz vor der Hütte. Sammeln wir natürlich auf. Und sammeln wir natürlich auf. Oh, da liegt auch was Legendäres. In der Truhe drin. Das mag ich. So langsam kommen die orangen Sachen. Bestimmt eine alte Skulptur. Warum denn auch nicht? Weiß nicht, was man damit... Scan-Einheit? Also, ich muss sie nicht scannen. Ich muss sie einsammeln. Na gut. So, Mr. Wachturm-Angestellter. Haben wir unseren Arbeitsplatz wieder verlassen? Gleich macht er einfach Homeoffice. Ein Vorrat für die Jagd. Ja, ein Vorrat dafür, dass wir wieder schlimm getroffen werden. Das ist nicht gut. Lebst du noch? Hi. Aufwachen. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Na gut. Das war Kivas Horn. Ein anderes Signal als vorher. Ja. Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Das ist gut. Wir schauen uns nur noch mal kurz um. Jetzt werden die wahrscheinlich noch angegriffen. Kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. So, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Direkt vor uns. Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell da runter.
Vielleicht komm mal rüber. Oh nee, da sind 4 Vögel. Der Tod kommt von oben. Die Maschinen werden überrascht sein. Ja, ich komme ja auch von oben. Ich bin sogar... Ich habe den höheren Ground als die. Naja, so langsam nicht mehr. Blut der Zehen. Die Fremde gleitet. Natürlich gleite ich. Wie soll ich sonst hier rüberkommen? So, Mut. Schön Mut antrinken. So, und jetzt bleibt ihr mal schön stehen. Oh, das ging... Das ging hurtig. Das ging echt hurtig. Ihr seid wohl nicht so stark. Definitiv nein. Was seid ihr denn für Teile? Das sind spaßige Vögel. Das sind Spaßvögel. Damit kann man Spaß haben. Alle tot? Gut. Grauhabicht. Hätte gedacht, das wäre eine Maschine gewesen, aber na gut. So, das sammeln wir natürlich alles ein. Beziehungsweise alles rein. Schnabel abgeschossen. Ich hatte gehofft, ich habe den irgendwie da empfindlich getroffen. So. Haben auch einige Spulen heute aufgesammelt. Müssten wir uns mal anschauen. Hey, Panzerwandererherde voraus. Danke für die Hilfe. Gerne. Euer Typ ist tot. In die Hölle. Die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Mhm. Verdammter Tecote. Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. 30% Verlust geht doch noch. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Ich hoffe, es ist legendär. Pivalo! Wir ziehen los. Na gut. Macht's gut. Peace out. Ja, ich sehe den jetzt noch hinterher, die natürlich. Die Politik hat einen Soldaten auf dem Gewissen. Nicht nur einen wahrscheinlich. Nach Hause. Ja, und können dann in den Krieg ziehen. Da werden sie es bestimmt sicherer haben. So, dann haben wir hier Krallenschreiter. Brauchen wir natürlich auch. Wie wäre mir das beinahe entgangen? Ja, aber nicht gut. Was sind das für Vögel? Ah, ich kann nicht gleiten und scannen gleichzeitig. Sind das auch nur Grauhaar? Die sehen ein bisschen anders aus. Die sehen ein bisschen gefährlicher aus. Plasma bringt hier nicht viel. Ihr seid nur Sonnenflügel. Plasma habe ich gar nicht. Plasma stecken. So. Oh oh. Oh oh. Nein, danke. Hab noch. Ich hab doch noch. Würdet ihr mal draufgehen? Draufgehen. Und den Schnabel lässt du schön hier. Nein. Auf Schnäbelchen. Ja. Ist bestimmt wertvoll. Was ist denn noch so empfindlich bei dir? Irgendein Bein? Irgendein Brustkorb? Oh, geht er wieder zum Sterben irgendwo anders hin? Da an den Flügeln sitzt noch was. Au. Ja, hör mal auf mit deiner Plasma-Kacke. So, wo lag nochmal dein Schnabel? Das ist eine gute Frage. Den müssen wir aufsammeln. Nee, da unten nicht. Da oben auch nicht. Wir haben ihn doch extra abgeschossen. Ja, hör mal auf. Rohstoffbehälter. Nee, das war's nicht. Naja, dann schießen wir uns eben 9. Ich sagte, wir schießen uns eben 9. So viel dazu. Nicht auf mich. Lass deinen Schnabel hier. Ja. So.
empfindliche Teile. Empfindliche Teile, wie auch immer ich die gerade treffe. Nein! Und den habe ich nicht getroffen. Naja, bereit mal deinen Angriff vor. Und... ja, das war beeindruckend. Rohstoffbehälter. Was ist eigentlich das jetzt für ein Teil? Spezialgräber. Was bist du? Säurekrallenschreiter. Na gut, Krallenschreiter braucht man. Dann versuchen wir die mal alles abzuschießen, was er so entbehren kann. Nix getroffen. Einfach nix getroffen. Da ist hier noch einer. Aloy, ich steh auf. Keine Zeit rumzualbern. Braucht man was vom Schwanz? Bestimmt. Boah. Ich bin sauer. Komm schon. Schwanz. Ja. Aloy, hör auf rumzualbern. Ja, ist ja gut. Wir furzen ganz schön. So, dann machen wir doch noch mal ein bisschen mehr mit Mut. Waffenausdauer haben wir eh nicht. Ah, scheiße. Boah, hört mal auf so zu dampfen. Nein! Bin doch nicht gut gegen Säure gerüstet. Boah, ey. Aloy, so mach mal hier aber uns keine Freunde. Komm schon. Hat mich das Wasser geheilt? Das wäre ja gar nicht so schlecht. Komm schon. Den einen kriegt man auf jeden Fall down. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, schön beim Schwimmen nachcraften. Dafür können wir es ja. Helft Frank. Nicht Ausdauer. Au, 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 au. Oh. Das mit den Tränken ist nicht so gut. Hui. Hui, hui, hui. Was mischt ihr euch ein? Boah, du dämliches Reißhorn. Falle. Sorry, Jungs. Geh mal hoch, Falle. So, wie geht's dir? So mittel. Na, ist doch gut. Ich war gerade in der Animation. Lasst es. Animation? Ist euch denn gar nichts mehr heilig? Ja, und dann macht es hier keinen Schaden. Ich glaub's ja nicht. So, erstmal dein Freundchen ausschalten. Ah! Sag ich doch, ah! So, einen Gesundheitstrank hat man ja noch. Na, also. Aloy geht's gut. Nein! Aloy geht's gleich nicht mehr gut. Komm schon. Also, kämpfen ist heute nicht so mein Ding. Ab mit dir! Dankeschön. Oh nee. Oh nee. Schön verstecken. Fuck. Eure Bekanntschaft wollt ihr jetzt nicht noch machen. Ja. Ist ja recht. Ist ja recht. Ich weiß. Au. Ich weiß. Au. Da ist noch eine Waffe. Oh, da ist ein Splitter. Wo seid ihr denn hin? Lass die Waffe fallen, die bringt doch nichts. So, hier war irgendwas Legendäres. Also nicht hier drin, sondern irgendwo anders. Oh, nee. Aloy, wir müssen mal kurz verdampfen. Abdampfen. Weg hier. Boah, lass mich in Ruhe.
Hab genug von euch komischen Vögeln. Sammle ich die jetzt auf oder nicht? So, weg mit uns. Hui. Oh, da ist eine Brutstätte. Nur 90 Metern Entfernung. Da sind bestimmt wieder Feinde davor. So, erstmal ein bisschen sammeln. Und dann gehen wir gleich zu unserem Loot zurück. Boah, und dann brauche ich mal eine Stadt und muss mich wieder auffüllen mit Tränken und so weiter. Bevor wir dann weitergehen zu Demeter. Puh. Da unten sind sie noch, die Irrenschwinger. Eule. Ja, das ist wichtig. Ab und zu muss man Eulen jagen. Um selber klüger zu werden. So. Das ist nicht gut. Da unten, die haben immer noch keine Hilfe-Items. Und das ist generell ein Problem. Da ist ja auch direkt einer. Kann ich nicht irgendwie was herstellen? Herstellungsmenü? Doch kann ich. Nicht ablegen. Herstellen. Kleiner. Ich will einen großen. Oder einen mittleren. Herstellen. Hätte mal viel früher machen sollen. So. Wie viel können wir davon machen? 5 Stück. Das ist doch schön. So. Endlich die Mechanik auch mal genutzt. Zu sinnvollen Zwecken. Nicht zu Werbezwecken. So, nachladen. Und dann gib ihm wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir auch nicht kämpfen. Wahrscheinlich eher doch. Wahrscheinlich eher doch. So. Die Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Zumindest einer ist down gegangen. Jetzt zumindest. Na, ich bin wieder mutig. Ich bin wieder mutig. Vielleicht bin ich auch einfach nur dämlich. Das sind schon... Boah. Bringt was. Auf meine Gesundheit. Oh, oh. Bringt was. Helf! Hui! Hui! Ja. Trink! Auf mit dir und trink! Trink! Ohohoho. Beinahe ausgeschalten worden. Ja. Also so langsam reicht's mir mit euch. Hä? Richtige Pfeile ausgewählt? Was für ein Level hast du denn, Kollege? 20. Geht eigentlich. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht. Vor allem, dass ich nicht treffe. Komm schon. Nein, nicht auf mich. Ah, Scheiße. Ja! Nieder mit dir. Und Gesundheitstrank. Boah, leck mich doch am Arsch. Jetzt hat der mich echt noch... Ja, her mit deinem Zeug. Kann doch den Loot nicht zurücklassen. Was bin ich denn für ein... Wüstenforscher? Nee, nicht Wüstenforscher. Generell Beuteunternehmer. Da bin ich auch nicht so wirklich. Na, die Heilpflanzen können wir aufsammeln. Solange wir beschossen werden und die nicht treffen, klappt das alles. Das nehme ich mit. So, und du hältst jetzt mal deine Raffel. So. Legt er sich auf oder was ist da los? Nein. Munitionsschluss. Komm schon. Schönen Körpertreffer.
Und auf den Schädel. Irgendwie zumindest. Ja, das wäre Verschwendung. Ich hätte aber schon treffen sollen. Ja, da schaue ich dir was. Brauchst nicht um Hilfe rufen. Es wird keine mehr kommen. Der... Wieso lebt der auch? Okay, noch zwei sind übrig anscheinend. Zwei sind noch übrig. Und da hinten ist auch was. Ist das nicht schön? Ich würde sagen, nein. Ich brauche eine Pause, bis die Ausdauer wieder hergestellt ist. Ach so. Na, macht nichts. Wir sind zwar mitten im Kampf, aber wenn du eine Pause brauchst... Naja, es ging ja nur um die drei Pfeile zu bestücken. Dafür ist sie gerade einfach nicht erholt genug. Brauchst dich hier nicht von deinem Kumpan nähern. Und in die Fräse. Sehr gut. Mach den Kollegen mal platt. Da hinten ist er doch empfindlich. So. Boah, ist das ein Kampf. Aber bis jetzt habe ich mich ganz okay... Bin ich ganz okay nicht gestorben. Boah, ich brauche eine größere Pfeiltasche. Einfach eine größere Pfeiltasche. So. Und du hörst mal auf rumzunerven. Ne? Ne? Ich würde sagen, jetzt ist auch... Nein! So. Voll auf die Rübe. Boah. Das war ein Gefecht. Das waren Gefechte. Jetzt müssen wir uns noch den wohlverdienten Lohn aufklauben. Naja. Oh, der Schnee hat Kälte mitgebracht. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Irgendwie sowas hatte ich vermutet. So, Zünder. Zunder. Ja, da in diesem Bau liegt das legendäre Ding drin. Da haben wir ja diesen Rot-Ding-Splitter gesehen, das man wieder hochjagen können. Ich glaube, das ist eine alte Skulptur, die hier drin liegt. Was denn auch sonst? So. Oh. Oh. Lass das, Kollege. Nicht gesehen, dass da ein Verwüster drin ist. Bin ich dämlich? Komm schon auf die Waffe. Die Waffe ist ab. Ich muss sie mir holen. Ich gebe mein Bestes. Oder auch nicht. Nein, doch keinen Trank. Ich wollte eine Falle. So, komm hier. So, Krallenschreiter kann man auch durchsuchen. Falle aufstellen. Komm schon. So, jetzt aber. Oh, ein Glück. Ein Glück. So, danke, dass du auch für die Sache draufgegangen bist. Jetzt endlich zu dem Item, das wir uns verdient haben. Jetzt aber wirklich. So, bitte sei keine alte Skulptur. Es ist eine alte Skulptur. Beziehungsweise es sind zwei. Oh, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Zum Aufleveln gar nicht so schlecht. Das machen wir jetzt noch. Hui. Das machen wir doch jetzt noch. An einem schönen Lagerfeuer. Oh, da ist ein Unterschlupf. Nee, das war doch kein... Doch, Unterschlupf. Genau das brauche ich jetzt. Was für ein Gefusel. Also wirklich. Da unten ist der Unterschlupf. Da ist eine Brutstätte, aber wir gehen zum Unterschlupf. Wir machen unsere Fertigkeiten. Und dann sind wir auch fast am Ende der Episode. Ich würde sogar sagen, wir sind dann am Ende unserer Episode. Hier nehmen wir auf jeden Fall nochmal nicht die Beeren, Heilkräuter. Oder sind es heilende Beere? Rohstoffe auffüllen. Ach, das vergesse ich jedes Mal. Das geht ja so schön leicht.
So, mittlerer Gesundheitstrank. Werkzeuge auffüllen. Dankeschön, das ist doch schon viel besser. Sollte man mehr Unterschlüpfe suchen. So. Wie viele Fertigkeiten? 16 Punkte. Super, dann können wir den Baum wahrscheinlich fertig machen. Und, was ist das? Niederschmetternder Schuss, Ziele mit rechts und, okay. Feuere einen speziellen Pfeil, der keinen Schaden anrichtet. Hier, super. Aber Maschinen taumeln lässt oder niederschlägt, ja. Ja. 5 Fertigkeitspunkte, nur dafür. Hui, schwere Waffe plus. Verursache mit schweren Waffen mehr Schaden. Das ist irre hilfreich. Die Grad hat nämlich kaum was gemacht. Zielen beim Gleiten. Her damit. Und dann haben wir hier Maschinengreifschlag. Erlange die Fähigkeit, Greifschläge auf Maschinen auszuführen. Tippe beim Springen in Reichweite einer zu Boden, gebrachten. Na, wenigstens was. Hui, Baum fertig. So, markiere dank eines speziellen Modus in deinem Fokus bei deinen nächsten Schüssen mit einem beliebigen Jägerbogen deine Ziele. Markierte Ziele haben eine erhöhte Chance, Schaden durch kritische Treffer zu erhalten. Zerstöre die Komponenten eines Ziels, um eine Explosion auszulösen, die zusätzlichen Schaden verursacht. Okay, rüst mal das mal aus. Also erstmal ausrüsten. Mehr Fertigkeitenpunkte haben wir nicht dafür. Vielleicht machen wir jetzt die Überlebende, obwohl die Fallenstellerin... Maschinenmeister, Fallenstellerin haben wir noch gar nichts. Geschickte Plünderin, achso, nur wenn ich meine eigenen Fallen wieder... Flinke Handwerkerin, her damit. Werkzeuge, Fallen und Tränke werden schneller hergestellt. Wunderbar, ja, ja, bestätigen, das kriegt man schon noch hin. Na gut, die Aussicht haben wir uns jetzt verdient. Weiß ich nicht. Scheint unter Wasser zu sein. Oh nee. Naja. Aber wenn ich den Kern erreiche, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Ja, ich glaube auch. Sehen wir uns vielleicht doch beim nächsten Mal an, bevor wir dann die Hauptmission weitermachen. Brutstätten sind wichtig für uns. Na gut, jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.